das Ding ja eigentlich eine Straßenzulassung? Nee, haben sie leider nicht. Echt nicht? Ein T3 haben wir davon auch noch. Und wenn wir mal eine rote Nummer nehmen? Das Ding am Wörthersee werden wir natürlich mal Chef mit, ne? Vatertag, ja. Ja, der Vatertag, okay, dann brauchen wir einen Fahrer. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute mal wieder bei Marius, seinem Arbeitgeber, unterwegs, hier vor Ort, in einer schönen Halle. Wir sind aber nicht wegen diesem abgesägten T4 hier, das war aber schon zum Werksauto, ne? Genau, ja. Sondern wir haben heute tatsächlich mal 5-Zylinder-Power auf dem Channel. Zwar ohne Turbolader. Leider ja, aber trotzdem cool. Und wie ihr seht, sind wir leider auch nicht bei Audi, sondern wir sind tatsächlich noch bei VW. Jetzt werdet ihr euch fragen, um was geht's? Und zwar diese Praline. Passat, Synchro, 5-Zylinder. Genau. Eins der wenigen Autos, wo man wirklich ehrlich sagen muss, so vor, keine Ahnung, solange ich über Autos denken kann, so vor 15 Jahren war das so eins der schlimmsten Karosserieformen, die es eigentlich so gab. Fand ich persönlich ja immer, ne? Ja. War weder alt noch neu, aber heute irgendwie wieder Kult, ne? Also mein damaliger Lehrer hat so ein Ding gefahren und du hast eigentlich immer gedacht, viel hässlicher geht's eigentlich nicht, ne? Aber aus heutiger Sicht, ja. Ich bin mir nicht sicher. Extrem geil. Ich glaube, mein Vater hatte auch so ein Ding. Meine auch, aber als Coupé, also ein Fließheck. Wann wurden die gebaut? Das hier ist jetzt ein 84er, also ich habe mich da auch nur so ein bisschen vorhin mal eingelesen. Ich kann dir auch nicht so ultra viel dazu sagen, weil es nicht unser Auto ist, kommen wir gleich zu. Aber das ging irgendwie so im Herbst 84 los und dann, ja, ein paar Jahre halt. Also das in dem Fall ist jetzt ein 84er. Oh, ja. Da kommt ja ungefähr hin. Ich bin 86 geboren, weil so richtig dran erinnern kann ich mich nicht mehr, wie wir in diesem Fahrzeug bei meinem Vater gefahren sind. Aber ich weiß, es war ein Passerati. Ja, so, aber wir stellen euch heute das Auto ein bisschen vor, weil wir wissen ja, dieser Mythos 5-Zylinder kommt immer gut. Wir können das Ding fahren und dementsprechend können wir nämlich heute auch tatsächlich mal ein bisschen 5-Zylinder-Geist wecken. So, ganz viele sagen ja, vom eigentlichen 5-Zylinder-Klang her soll dieser Motor eigentlich auch so mit der beste sein. Ja, habe ich mir auch sagen lassen. Zwei Ventiler, kein Turbolader und da soll am meisten so diese Laufcharakteristik, dieses Zündverhalten von dem 5-Zylinder durchkommen. Ne? Also mit dem Auspuff bezweifle ich das, weil der ist Serie, aber ich denke mal ein bisschen was. Ja, aber der sieht auf jeden Fall so aus, als wenn Tom da nochmal schnell. Ja, da gab es eine Austauschvariante schon, aber ist auf jeden Fall nicht ultra laut. Aber man hört es trotzdem und findet es einfach cool, wenn man drin sitzt. Ne? Kurz zum Auto, an der Stelle vielen Dank an Volkswagen PKW Classic. Genau. Das Auto kommt bei denen aus der Sammlung? Genau. Also im Prinzip machen die das gleiche wie wir hier mit Nutzfahrzeugen in Hannover, machen die mit PKWs in Wolfsburg. Bisschen kleiner, aber mit dem gleichen Ziel. Und wir sind jetzt in dem Fall Dienstleister für bestimmte Arbeitsumfänge und darum ist das Auto hier. Ich habe es dir geschickt, du warst angetan und bist vorbeigekommen. Ich fand es direkt. Also nur als 4-Zylinder natürlich nicht, aber so als 5-Zylinder, weil wir es noch nicht so viel hatten und René ja auch so ein 5-Zylinder-Fan ist, vielleicht wird es ja doch die 136 PS Benziner 2-Ventiler-Version. Aber nee, vor allem halt, ne? Ja, das mit Zapfen? Ja, brutal. Also mit der Anhängerkupplung ist das Ding. Eine Sache, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es genau dieses Modell ist. Zu den allerersten Zeiten, wo ich über die Viertelmeile nachdenken kann, gab es immer ein Passat. Ich bin gespannt, ob es den Besitzer noch gibt und der sich meldet. Vielleicht das Auto sogar, weil das wäre nämlich ein Traum. Der war so ein dunkelgrau, also die silbergrau so, ne? Nee, es war eher dunkelsilber, auch ein Kombi, beziehungsweise in dem Fall ist es ja eigentlich, war das schon Passat-Variant? Ja, also eigentlich ist es bei Volkswagen ja eine Variante. Ne? Das ist ja immer ein ganz heikles Thema in den Kommentaren, wenn wir die Autos falsch bezeichnen. Ein Variant war damals. Ne? Ich bin der Meinung, ja. Genau so ein Ding mit so ein Luftfilter vorne aus dem Scheinwerfer auf der Beifahrerseite raushängen. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, ob wir da irgendein Video finden von einer Viertelmeile, das Ding. Aber das war damals auch so mit das Schnellste schon. Ja, das hat, glaube ich, damals schon so 600 oder 700 Pferde gehabt. Ich weiß gar nicht, was da drin war. Ich könnte mir vorstellen, weiß nicht, ob da damals schon VR drin war oder war das so ein 5-Zylinder? Das sind 20 V Turbo vielleicht, also irgendwie sowas. Ich erinnere mich an das Auto auch noch so aus Alkersleben-Zeiten, aber... So, nee, noch, das war noch früher. Das war hier so Luckau VW Blasenzeiten. Ja, ja. Die Zeiten waren das eher so. So, keine Ahnung, wie schnell und so. Wir konnten damals gerade mal laufen wahrscheinlich. aber der war ganz vorne mit dabei. Ganz vorne am Start. So. Okay, ich sehe auch hier gerade. Erinnert mich an die V6 Biturbo-Fahrt hier. Ja, da haben wir leider keinen von. 6 Zylinder haben wir ja, aber den haben wir schon mal gezeigt. Aber
Ja, war cool. Auf jeden Fall das schön gebautes Auto. Auch krasse Perle, das Ding so, ne? Wenn ich ihn so sehe. Ja. Sieht echt. Ich würde sagen, als allererstes machen wir mal Haube auf und gucken da einmal rein. Ja, also, nee. Was man natürlich sagen muss, der Zustand ist schon nicht schlecht, ne? Genau, also er hat ein bisschen was erlebt, ne? Das ist jetzt hier nicht so, VW hat ihn damals gleich vom Band genommen und er hat quasi erst 300 Kilometer runter. Das ist bei dem Auto nicht so. Ich denke mal, der wird auch schon neu lackiert sein. Ja, ja. Der hat 116 jetzt, glaube ich, oder so gelaufen. Aber trotzdem Innenraum und so, wie du sagst, ist noch super. Schon gut, ne? Und riechen tut er auf jeden Fall auch so. Aber ich finde, Golf 1 riecht auch so, oder? Also der Geruch ist irgendwie... Also das Erste, was ich schon wieder feier... Der hat schon diese Sitzposition wieder so, ne? Die VW-Fahrer, die liegen ja immer so. Kommt liegt kaum daran, noch, dass ich schon drin gelegen habe. Kaum noch an den Schaltknopf dran, ne? Aber man steigt ja an und das Ding ist direkt so. So, jetzt sehe ich hier in der Mitte zuschaltbaren, wobei zuschaltbaren Allrad ist falsch, zuschaltbare Differentialsperre, würde ich mal tippen, ne? Mhm. Das gucken wir uns aber gleich auf der Bühne an, weil da bin ich mal gespannt, wie viel Audi in diesem Auto eigentlich drinsteckt. Mhm. Der Kenner sieht den Schaltknopf schon so eigentlich. Ich nicht. Doch, also die Zahlen sind Audi eigentlich. Ach so, das meinst du, ja. Okay, ja klar, der eigentliche Knauf ist auch schon fast so Audi 80 mäßig. Ja, ja. Aber ich habe es auch erst einmal jetzt auf der Bühne gesehen, ich bin nur so einmal unterlang gelaufen, aber wir werden viel Audi da noch finden gleich. Vor allem mittlerweile machen wir das Ganze jetzt ja auch schon, jetzt muss ich kurz rechnen, 20 Jahre würde ich jetzt noch nicht sagen, aber zumindest 15 Jahre, ne? Und jetzt kann man so langsam so ein bisschen so erzählen, dass man ja wirklich aus den Anfangszeiten solche Autos noch kennt, da war es aber nichts Besonderes. Und heute setze dich so rein und es ist halt irgendwie was Besonderes. Ne? Ich weiß, bei meinem Vater hat immer der Schlüssel gesteckt, auch nachts vor der Tür. Er hat immer gesteckt, weil er sagt, den klaut eh keiner. Der war immer weit drin, aber aus heutiger Sicht... Und dann gibt es Leute, die heutzutage selbst auf der Bühne noch einen Kofferraum abschließen. Ne? Ja, die soll es auch geben. So. Ja, du hast da so einen Haken zur Seite. Haube ist schon tonne schwer, ne? Genau, also wie gesagt, der ist jetzt nicht auf Zustand 1 restauriert. Ne? Aber ein ehrliches Auto, oder? Genau, würde ich auch sagen. Erstmal fällt bei dem auf den ersten Blick auf, wie lang dieser Vorderwagen ist. Ja. Ne? So, weil das liegt aber einfach daran, dass hier, das ist beim 15er eigentlich immer so, vor dem Motor nichts mehr ist. Normalerweise wäre hier ja noch Wasserkühler, vielleicht ein Ölkühler, vielleicht ein Ladeluftkühler und so weiter. Und beim 15er kannst du übertrieben gesagt durch den Zahnriemen, durch den Kühlergrill den Zahnriemen checken, weil halt nichts mehr davor ist. Dadurch hat man diese Tiefe so hinbekommen. Das komplette Kühlerpaket ist rechts daneben. So, und sowas werden die Leute heutzutage auch absolut gar nicht mehr kennen, dass man wirklich damals noch mit Karton, so, das ist ja wirklich Karton, Luftleitbleche gemacht hat ab Werk. Um halt die Luft wirklich auf den Kühler zu leiten. Ne? Ja, es sagte eben auch schon ein Kollege, boah, das hätte man ja mal neu machen können. Sag ich so, naja, ich denke leider, das wird es nicht mehr geben halt. Ne? Das ist ja wirklich noch... Also das wäre natürlich ein Teil, da wird es mit Sicherheit Firmen geben, die das recht schnell nachfertigen können. Ja, klar. Aber es ist ja irgendwie auch witzig, wenn du weißt, es ist vielleicht noch das Erste oder so. Sieht aus wie so eine durchgenässte Rückwand vom Schrank. Ja, aber guck mal, wenn du hier auf den Wischwasserbehälter filmst, Alter, das sieht ja aus, als wenn du da nach Paris und zurück mitfahren kannst. Ja, aber ich hatte gesehen, der hat schon Scheinwerferreinigung, ne? Also deswegen hat er vielleicht auch ein bisschen größere, ich weiß es nicht, ja. So. Und hier haben wir halt das Herzstück, 5-Zylinder. 1, 2, 3, 4, 5. Noch mit Zündverteiler, also wirklich so die allerersten Versionen, auch mit Cargetronic. Das heißt, die Leute, die das hier nicht kennen, das ist so die Vorstufe von der eigentlichen Einspritzung. Das heißt, das ist der sogenannte Mengenteiler. Sprit geht hier rein, darunter ist eine Streuklappe, nennt sich Streuklappe, ja, die durch die Luftmenge, die durchgeht, auf und zu geht. Und damit variiert ein Kolben da drin, der quasi die Spritmenge passend auf die Zylinder verteilt. Die Leute, die das reparieren oder überholen können, werden weniger in Deutschland auf jeden Fall. Das ist auch wirklich, und dann auch noch der Punkt, es einzustellen. Ja. So, ne? Weil ich weiß noch aus meinen Golf 1 GTI-Zeiten, die Dinger haben da unten einen sogenannten Warmlaufregler. Das ist dieser Kasten. Der sitzt dann so an dem Block dran, wegen Motortemperatur. Und das war immer so die erste Tuning-Maßnahme. Du konntest, indem du den Warmlaufregler variierst, konntest du quasi generell die Spritmenge variieren von der ganzen Einspritzung. Ah, okay. Das war der erste Step vom Tuning damals, weiß ich noch. Golf 1 GTI, erstmal anderen Warmlaufregler für mehr Sprit. So, aber sonst eigentlich so, ja, die ersten Einspritzer. Ich sehe auch, genau, Habe ich auch schon geschmunzelt. Golf 1 GTI Drosselklappe. Das waren nämlich damals immer die Tuning-Drosselklappen, die man auf den Einser dann gesteckt hat.
die hat so zwei Klappen mehr oder weniger. Ne? Genau, kleine, große Stufe. Ja. Und ich glaube, erst bei Vollgas geht dann, oder bei Halbgas irgendwie geht dann die andere zu. Boah, das ist jetzt aber wirklich schon wieder so lange her, jetzt muss ich wirklich nachdenken. Nee, wir haben damals für meinen 1er GTI, als ich den mit der Cargetronic gefahren bin, haben wir die Drosselklappe und den Warmlaufregler genommen. Ah, okay. Sowas, weil der wahrscheinlich dann einen erhöhten Druck hat, irgendwie sowas in der Richtung. Weil den Mengenteiler konnte man nicht nehmen, weil halt 5 Zylinder, das heißt 5 Düsen und wir eigentlich nur 4. Ne? Auch cool, auch heutzutage selten, Unterdruckpumpe. Das heißt, hier ist mechanisch eine Pumpe angetrieben, die in das System den Unterdruck reinsaugt für Bremskraftverstärker und so weiter. Witzige Sache, warum man das damals so gebaut hat, wird irgendeinen Grund gehabt haben, weil eigentlich hat dieser Motor ja genug Unterdruck im Leerlauf. Aber wird es einen Grund für geben. Ich habe vorhin mal den Markt so ein bisschen gescannt, weil es mir das Auto schon irgendwie angetan hat heute Morgen so. Und ich dachte, mit 20 V Turbo wäre ja schon irgendwie, würde so ein bisschen zum Golf 3 passen. Ja, stimmt. Ne? Ja. Aber der Markt ist echt relativ traurig so. Also du kriegst so für 5.000 Euro stehen ja so Aufgaben oder halt tote Autos drin. Und ich habe auch nur eins für 12 gefunden oder so, was zustandsmäßig ganz gut war. Aber, also ich habe jetzt nicht alle Plattformen durchgeguckt, aber da wird es jetzt nicht mehr die Welt von geben von den Autos. Also sowas in dem Zustand als 5-Zylinder-Synchro wahrscheinlich eher so 20, ne? Boah, ich weiß nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich könnte es mir vielleicht vorstellen, ja. Also eher so eine 15, 16, 17. Ja. Also klar, wenn einer dann besser ist, wird er auch mehr für nehmen. Ne? Ich glaube, du kannst den Preis einfach nehmen, weil es gibt die Autos nicht mehr. Ne? Ja. Was auch krass ist, Alter, die Servopumpe sieht aus, als wenn... Wie ein Trecker, ne? Alter, mit den Anschlüssen hier. Aber klar, wie du sagtest, man könnte da passend zum Golf 3, könnte man da auf jeden Fall was auch was Witziges rausmachen, weil wenn man hier erstmal so ein bisschen was rausbaut... Ja. Ich glaube, viel größer ist das Problem mit der Karosse, weil wenn du bei Google 32B Synchro eingibst, kommt halt als erstes, dass es fast das Topmodell in Sachen Rost war. Also, also die haben wohl leider relativ stark gerostet. Deswegen. Stimmt, aber, ja, aber ist auch so. Weiß nicht, wenn man sich da so den Turbolader hindenkt, so könnte schon witzig sein. Mhm. Vor allem hier den feiere ich auch. Ne? Da hat man damals noch einen richtigen Ram-R gebaut. Ja. So richtig Kaltluftansaugung damals ab Werk. Die ganze Luft, die ja noch irgendwie so am Scheinwerfer vorbeigeht, abgeschlossen zur Haube, geht wirklich direkt in diesen Trichter unten in den Luftfilterkasten rein. Ne? Vor allem, es sieht ja sogar auch noch so aus, als wenn der so eine Wärmeklappe drin hatte. Ne? Ja. Der hat zusätzlich auch noch eine Vorheizung vom Krümmer. Das heißt, diesen Schlauch, den ihr hier unten seht, da ist so ein Schutzblech auf dem Krümmer drauf. Das heißt, die warme Luft wird hier unten reingeblasen. Wahrscheinlich für einen Kaltstart, also so für die ersten Meter. Und wenn es dann warm ist, wird hier drin irgendeine Klappe sein, die zugeht, dass man die kalte Luft von vorne kriegt. Du musst auf jeden Fall den Kofferraum nochmal aufmachen, weil da wirst du auch schmunzeln. Junge, Alter, du als, die wiegt 30 Kilo. Sieht aus wie eine S-Klasse. Aber du als Reserve-Mulden-Rad-Mulden-Fetischist wirst gleich lachen, was die mit der Mulde gemacht haben. Muss mal Teppich holen. Auch Golf 1 hier. Ah, geil. Alter, wenn es das noch zu kaufen geben würde. Okay. Das heißt, der normale und der... Also der Frontantrieb und der Synchro werden das gleiche Bodenblech gehabt haben, nur dass sie beim Frontantrieb eine Mulde reinsetzen und hier machen sie gerade ein Blech drin? Irgendwie so. Also der hat auf jeden Fall einen höheren Tunnel bekommen, so ich sag mal sowieso zu Golf 2 Zeiten. Reserverad ist dann als Notrad da links hochkant hingewandert und das haben sie wohl verschlossen, weil aufgrund der Synchroachse, sagen wir mal, der Tank nach hinten gewandert ist. Aber ich würde auch sagen, dass hier vielleicht der Hinterwagen gleich war und die haben dann wirklich nur die Mulde zugemacht, um mit der gleichen Karosse weiterarbeiten zu können. Und bis heute der gleiche Verschlussdeckel wie bei Abgolf B5, 2, ne? Limo und allem so. Ne? Also manche Sachen haben sie echt lange immer gleich gebaut. Ja, krass. Okay. Ich würde sagen, lass uns das Ding einmal bei euch kurz auf die Bühne nehmen. Ja. Ich habe zufälligerweise die Wagen mit. Wir müssen ja auch diese klassischen Dinger mal durchfliegen. Bin gespannt. Also mein Bauchgefühl, die 5-Zylinder sind ja dafür bekannt, dass sie jetzt nicht so die leichtesten Motoren sind, weil halt einfach ein ganzer Zylinder noch mal mehr dran ist. Ich habe leider keinen Fahrzeugschein, ich hätte sonst gern schon mal. Also ich hätte jetzt aus dem Bauch raus gesagt, ich hatte keinen. Ich hätte so getippt, so um die 1500, würde ich jetzt so sagen. Wenn ich mir überlege. Ausstattung, glaube ich, fehlt dir ein bisschen was. Ich glaube, es gab schon Sitzheizung und sowas. ABS hatten sie dann, glaube ich, alle. Also die Synchros. Wobei der hat keins. Hat keins? Nee, okay. Ich meine. Dann kam es vielleicht irgendwie erst 85 oder so. Aber, außer, dass es hier irgendwo versteckt. Ja, ja. Aber
Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er vom Auto her an sich nicht so schwer ist, weil er auch kein Schiebedach hat und so, aber könnte recht haben mit. So um die 1500, ne? 1500. Was man hier jetzt gut sieht, was ja ein Riesenproblem bei diesen längs eingebauten Motoren ist, was JP ja zum Beispiel auch beim Supergolf hatte, ist, genau da, wo normalerweise das Lenkgetriebe sitzt, sitzt jetzt logischerweise das Getriebe, was hinten durchgeht. Und deswegen haben sie bei diesem hier, wie auch bei den alten Audis, hier sitzt das Lenkgetriebe über dem Getriebe. So, das heißt, das Lenkgetriebe sitzt quasi da drüber und das hier ist wirklich die Spurstange. Das ist die Lenkstange, die das Auto zum Lenken bringt. Da drunter setzen geht nicht, ist zu tief, weil das Getriebe logischerweise fast der tiefste Punkt ist. Das heißt, man musste wirklich durchs Radhaus oben. Ja, ist schon witzig gemacht. Lenken. Okay. Okay, ja, fahren wir rein. Gucken wir mal unter. Ich hab auch eine Waage. Vor allem die Pappen selbst von unten, ne? Ja, die scheint auf jeden Fall wasserresistent zu sein. Ja, okay. Also, es ist auf jeden Fall schon mal ein Allrad, wie wir sehen. Vorderachse sieht so ein bisschen aus wie Nachfolgermodell. Allerdings halt nochmal in deutlich schmaler und schlanker das Ganze, ne? Also da ist die B5. Was, ja, stimmt, aber ein bisschen was hat es von dem Achsrahmen, ne? Genau, und halt noch nicht diese Doppellenkerachse, sondern wirklich einen unteren Querlenker, das Federbein. Und jetzt kommt's. Durch diese Anordnung von dem Lenkgetriebe, wie ich schon sagte, wird quasi an dem Federbein gelenkt. Das hat, soweit ich weiß, auch nur der Passat und halt passend die ganzen Audi-Modelle. Genau. Wenn man ein Gewindefahrwerk haben will, wird das so ein schöner Umbau mit. Musst du hinschicken und die bauen das alles um und so. Ne? Ja. So, jetzt revidiere ich auf jeden Fall eine Aussage von vorhin mit dem Hebel für ein Allrad, weil wir sehen hier auf jeden Fall, dass wir hier auch einen Hebel dran haben zum Verstellen. Also ich könnte mir vorstellen, dass man bei diesem Fahrzeug sowohl entweder den Allrad doch zuschalten kann, oder man, das glaube ich eher, in der Mitte die Sperre, also das Mitteldiff zwischen Vorder- und Hinterachse, komplett sperren kann. Genau, so glaube ich es eher. Also der Allrad soll permanent sein, hier drin. Mhm. Okay, also wenn er permanent ist, dann können wir es hier sperren. Ja. Kardanwelle und hier hinten sehen wir den nächsten Schnuffi. Da kann man quasi das Diff hinten auch nochmal sperren. Muss ich, glaube ich, von so einmal reinfilmen. Dann sieht man da so eine kleine Unterdruckdose. Und damit kann man das eigentliche hintere Differential auch sperren. Also das ist so ein richtiges Ding, was ein Feldweg eigentlich komplett auf zwei Rädern berghoch kannst die Fichten hochfahren. Durchziehen muss. Hinterachse hat so ein bisschen was tatsächlich, finde ich, von einer Golf-Synchro-Achse. Ne? Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, stimmt. So, hat hier so einen typischen Achskörper. Zwei Querlenker. Mit dieser fetten Aufnahme, wo halt wirklich Radlager, Antriebswelle und alles in einem ist. Ne? Genau, Differential ist dann wahrscheinlich wieder ein reines Audi-Teil. Ne? Ja, ein Differential sieht wieder so ein bisschen B5-mäßig aus. Ja. Ja, jetzt sieht man es mit dem Tank hier nochmal. Den Tank haben sie dann wirklich erst dahinter gemacht. Ne? Bei den anderen, bei den VWs, ist es ja über die Welle rüber und sowas. Der hängt wirklich rein hier hinten. Und hier siehst du, wie die Mulde verschlossen wurde. Ja. Also ich finde wirklich, dass die Achse wirklich fast wie eine Golf. Ja. Vor allem auch die Aufnahmen hier seitlich sehen auch genauso 1:1 aus. Ne? Ja, ist auf jeden Fall witzig. Vor allem, Alter, was für ein Tank. Was geht da rein? Hat er 80 Liter, 100 Liter? Oder? Was ist das für eine... War das früher auch schon so ein Vertreterauto, sag ich mal? Naja, also ich denke mal eher als 5-Zylinder-Synchro war das eher so typisch Bayern, Jäger, Forstwirt... So in die Richtung eher. So, okay. Also Vertreter, denke ich, war damals eher so die kleine Variante, wobei 90 ich, PS Frontantrieb oder wobei so. Wobei ich oft die Bezeichnung Spießer-Passat gefunden habe. Oder sowas, ja. Also das war schon, ich glaube nicht, dass es da so viele von gab, auch von den Dingern. Aber wir werden es ja gleich merken. Eigentlich müssten wir das ja selber tätig kriegen, oder? Ja, ich glaube, da ist schon ein bisschen Bums, muss dahinter, um was reinzumachen. Ja, falls man sich doch mal festgefahren hat. Der fährt raus. Er fährt auf jeden Fall raus. Süßer Stabi hier auf jeden Fall. Ja, der ist. Aber klar, besser das als gar nichts. Ja, so, ich würde sagen, ja, aber sieht ja sonst eigentlich soweit noch ganz gut aus. Ja, der hat halt ein Leben hinter sich halt, ne? Aber wie gesagt, der ist halt auch noch nicht großartig restauriert. Eine Sache noch, kennt viele von euch auch nicht. Cut-los. Hat keinen Cut, das Ding gab es damals nicht, ne? So, das könnte U-Cut sein.
Aber selbst das glaube ich eigentlich nicht. Ich kann es dir leider nicht sagen. Es könnte ein UCAT sein, aber das wird einer von euch auf jeden Fall wissen, weil macht ja auch keinen Sinn hier vorne jetzt. Wobei, guck mal, der hat auch nur einen Endtopf, ne? Nee, doch, Mitteltopf. Nee, Mitteltopf, Endtopf. Ja, könnte sein, dass das ein ungeregelter, dass das ein UCAT ist. Vielleicht auch so ein Nachrüstding, weißt du? Oder so ein Ersatz für den Cut später oder wie auch immer. Weil ja. mit so einem Stück zwischengesetzt, ne? Aber auf jeden Fall noch keine richtige Cut-Bombe. Ja, ja. So, ja, jetzt ab auf die Waage. Aber hier, wartungsfreundliche Lichtmaschine, ne? Die kannst du wirklich... Ja, die wird auch im Regen sterben, ne? Die kannst du ratzfatz einfach... Einfach tauschen. Und Anlasser auch. Ja. Anlasser ist auch schnell gemacht. Yes. Na gut. So. Was wiegt der Hobel? Ich muss mehr wiegen, weil ich werde immer schlechter. Entweder hatte ich bisher einfach immer nur Glück, was das Gewicht angeht, oder irgendwas das stimmt ja nicht. So leicht. Mehr oder weniger? 1285 Kilo. Krass. Ja, du bist von den neuen Autos so verwirrt. Die alten, da war ja noch nichts drin, ne? Oder genau, oder die alten Autos, aber weiß nicht, du. Ich meine, klar, wir kennen es jetzt ja auch vom Golf. Ja, wobei doch, stimmt. Früher hat ein Golf 800 gewogen, ne? Ja, ja. Nee, wenn ich jetzt überlege, Oma Golf mit 6-Zylinder, ähnlich, sage ich jetzt mal, ne? 1150 oder so, ne? Hier nochmal 100 Kilo mehr, das passt zu Kombi und Allrad. Ich hätte wirklich gedacht, schwerer. Aber dann sieht man jetzt doch mal so langsam, jetzt aus diesem Auto habe ich auf jeden Fall was gelernt, dass doch dieser Punkto A Karosse und B Ausstattung dann doch halt wirklich eine Menge Holz wiegt. Ja, nicht viel Kahlbaum und so weiter, ne? Weil das ist schon krass. Wie war der Tank ungefähr? Boah, muss ich gucken. Ja, der war... Weil das ist ja bei dem Ding auch ein Riesenunterschied. Weil die Tankanzeige brauchen wir nicht. Der Schwimmer muss erstmal schwimmen lernen. Drei Viertel voll. Drei Viertel, guck mal, nochmal 50 Kilo, ne? Ja. Krass, ja, 1285 Kilo. 136 PS, hat man schon gesagt. Hat der, ne? Hatten wir, glaube ich, noch nicht gesagt, ja. 136 PS. Sein. Ja. Es gab den als Zwei-Ventiler, 136 PS. Gab noch eine kleinere Version, glaube ich, mit 120 PS. Ich glaube, es gab sogar 115 auch oder so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil das ist hier, meine ich, einer der ersten. Das sind 84er, da sind die Dinger, glaube ich, gerade erst mal so gekommen. Mhm. Könnte auch sein, dass der hier eine Idee kleiner ist. Kann ich das aber leider nicht sagen, weil ich keinen Fahrzeugschein mitgekriegt habe. Dann gibt es auf jeden Fall das Ganze noch als Vier-Ventiler-Kopf. Da hat er 170 PS. Das sind dann diese 7A-Motoren. Mhm. Und dann kam auch der 10-Ventiler als Turbo und der 20-Ventiler dazu. Könnte man hier einfach einen Turbo draufschieben wieder? Theoretisch schon. Ja. Ich glaube, es gab auch den Turbo mit dem Mengenteiler. Ne? Ich glaube, die 10V-Turbos, die 10V-Turbos, das war dann so im Audi 200, war da, glaube ich, dann drin. Da war der tatsächlich mit dem Mengenteiler drin. Ja. Hat dann, glaube ich, 200 PPS gehabt. Ne? Ja, ich glaube, man würde es nicht unbeliebt machen, wenn du hier einen Turbo draufsteckst. Ja, aber so ein 20V-Turbo wäre schon mit der Optik nur ein bisschen tiefer, ein bisschen sportlicher. Vielleicht braucht ihr nochmal so ein Azubi-Projekt oder so. Vor allem, das Ding wird ja so einen Meter hochgehen vorne. Okay, da wären wir jetzt bei der nächsten Schätzung. Was würdest du sagen, wird so ein Koffer 0-100 Boah. Fahren? Oh, bei sowas bin ich schlecht. Also Traktion wird auf jeden Fall da sein. Keine Ahnung, 15 Sekunden? Nee, schneller. Schneller? Schneller. Also ich würde sagen 13,5. Also ich weiß, mein A4... Aber unter 10 nicht. Mein A4, also 190 PS B5, der ja deutlich schwerer war, natürlich auch ein bisschen mehr Leistung, die sind so schon so 7 Sekunden gefahren. Boah. Also wie der Start wahrscheinlich aussah, den können wir hiermit nicht machen. Nee, aber da war erste Kupplung drin, da war kein Start möglich, das war eher Losfahrt. ich sag schon um die 10 Sekunden. Echt? Ja. Ich hätte auf jeden Fall über 10 geschaut, aber wir werden sehen. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal los und gucken, was passiert. Die hat er. Elektrische Fenster hier bei ihr, ich gehe ein. Spiegel. Spiegel, sorry, ich war so fasziniert von diesem Geräusch. Jetzt war so ein kleiner Kettenzug drin. Was ist das hier? Das ist einfach nur Zubehör, ne? Das ist aber VDO Außentemperaturmesser. Ich glaube, der ist mittlerweile sogar richtig teuer. Ja, vorhin sieht er auch nach Kühlwasser irgendwie so aus, ne? Als wenn der Kühlwasser auch noch hat. Weiß ich nicht, aber die 9 Grad. Also zumindest irgendwie eine Anzeige irgendwie, weißt du? Ich kann es dir nicht sagen, aber die 9 Grad passen nicht so ganz. Weil guck mal, hier geht auch Kabel ran. Ja. Krass. Okay, ja, so. Pass auf, wir müssen jetzt einmal, wir haben uns noch mal kurz ein bisschen mit diesem Fahrzeug beschäftigt, weil wir leider keinen Fahrzeugschein vorliegen haben. Das Ganze ist doch einer der ersten Passats. Mhm. Somit ist es der 2,0 Liter Motor, 5-Zylinder, immerhin die Zylinder haben wir richtig gezählt, ja. Mit sage und schreibe 115 PS. Genau, Motorkernbuchstabe war HG. Ja.
Nee, HP. 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 Genau. Wir haben nicht mal geguckt, Kennbuchstabe war gar nicht so einfach zu finden. Kennbuchstabe war HP, das heißt ein 2 Liter ohne Cut mit 115 PS. So, das Coole an dem ist, der soll hoch verdichtet sein und somit ein bisschen spritziger und sparsamer als der 2,2 Liter mit 120 PS. Der ist dann schon niedriger verdichtet. Und durstiger. Und durstiger. Ja, so, was haben wir sonst noch so? Aber der Sound ist geil, oder? Drehzahlmesser geht. Der Drehzahlmesser erinnert mich so ein bisschen an Manta Manta, der Film. Ja, stimmt. Stimmt, wie sie die Gänge so durchziehen. Ja, ja, das ist halt alles schon ein bisschen ins Alter gekommen. Ne? Ja, sonst würde ich sagen. Auf geht's. Geht's los. Also das Krasse ist natürlich diese Stoßdämpfer. Ne? Ach, gut. Das Ding wippt aber auch hin und her. Aber so auf den ersten Metern muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich merke hier immer, sobald du von der Kupplung gehst, merke ich so einen Schlag am Meter. Ja, da wird natürlich lagermäßig, guck mal, hier ist alles 35 Jahre dran alt, ne? Das wird natürlich schon alles ein bisschen ausgeschlagen sein. Aber ich höre jetzt auf den ersten Metern, klar mit dem Auspuff und so weiter, ist es natürlich auch schwer, nicht unbedingt sofort einen Fünfzylinder raus. Ja. Muss ich einfach so ehrlich sagen. Kalt haben wir. Ja, wir haben uns die beste Verkehrszeit ausgesucht. Jetzt zweimal rechts geht nicht, ne? Doch, geht, fahren wir halt hinten rum, kommen dann bei Meckes raus. Ja, also jetzt hört man schon ein bisschen. Ja, ja. Und es ist einfach immer wieder krass, welche Temperaturen früher in diesen Autos waren. Ja, also. Man hat sich so an die Klimaanlage gewöhnt. Man setzt sich hier wirklich rein und fängt direkt an zu schwitzen. Ja, wo man sich auch extrem schnell dran gewöhnt hat, ich habe mich reingesetzt und wollte erstmal das Lenkrad so ein bisschen verstellen. Ne? Weil man das heutzutage auch so kennt, dass man immer das Lenkrad verstellen kann. Aber was auf jeden Fall geil ist, dafür sind die Dinger ja auch so ein bisschen bekannt, du denkst wirklich so ein bisschen, du fährst in so einem Schiff. Ne? Ja. Wenn ich gleich einkuppel, geht da wirklich immer so 2-3 Zentimeter. Das war damals ja schon groß, ne? Wenn du da gegen so ein Polo oder so. Ja, ja, hinten ist ein bisschen. Das meinst du, ne? Mhm. Geil, aber hier steht wirklich die Luft drin. Kommen jetzt mal die letzten 35 Jahre raus aus der Lüftung. Ja, stimmt, das war eigentlich schon ein großes Auto, aber man sitzt trotzdem so. Also ab 3,5 fängt der 5-Zylinder so langsam an. Aber ich muss jetzt nicht sagen, also er ist auf gar keinen Fall irgendwie schwach auf der Brust. Naja. So, also. Fährt schon. Schon cool. Geht. Ja, die Hupe klingt besser als in manchen Neuwagen. Ich wollte gerade sagen, aber wenn man sich nicht entscheiden kann, ja, ne? Das kannst du hier so. Aber bei 7,5 Grad wäre natürlich auch schön, ne? Da oben raus kommt dann der 5-Zylinder. Ich hatte vorhin mal geguckt, laut Kraftfahrtbundesamt oder sowas, 2012 noch 370 zugelassene Autos. Das werden jetzt ja wahrscheinlich nur noch. Von dem Typ oder von generell? Variant Synchro. Mhm. So, und jetzt fast 10 Jahre später werden das ja nicht noch wahrscheinlich die. Gut, dann werden auch genug in der Scheune stehen und so, aber was weiß ich, wenn es da vielleicht noch 200 Autos von gibt oder nicht, so, ist das schon viele, viel. Ne? Die meisten werden weggerostet auf den Schrott, abgewrackt, wie auch immer sein. Ne? Ja, aber so vom Durchzug her. Meinst du, wird's doch eine Achterzeit, oder? Nee, jetzt mit 115 PS, klar, kannst du natürlich, also mit drei Leuten drin. Ich überlege gerade, wir hatten schon mal der Oma-Golf damals mit 75 PS. Ich weiß gar nicht mehr, was der gefahren ist. Waren, glaube ich, so 18 Sekunden. Ja, genau, da hatte ich
irgendwie 17 gesagt oder 19, irgendwie sowas. Nee, aber so, guck mal, das ist jetzt vierte Gang, mittlerer Drehzahlbereich. Beschleunigt immerhin noch so ein Auto. Witzig ist auch, habe ich eben gerade noch gesehen, der Aufkleber, der von innen in der Haube ist. Da stehen so Servicepunkte drauf. Das heißt, da ist auf dem Aufkleber der empfohlene Zündkerzenabstand von der Elektrode. Was steht drauf? 08. Zündzeitpunkt, wann er zünden soll. Dann steht drauf Leerlaufdrehzahl, CO2 im Leerlauf und noch komplett eine ganze Legende, wie die ganzen Unterdruckschläuche verlaufen. Ui. Also da brauchst du gar kein Wartungsbuch. Du kannst alles mit dem Aufkleber machen. Ich finde es immer krass, dass solche Autos bei vielen Leuten halt, dass sie wirklich gezielt nach solchen Autos suchen. Also ich glaube, das ist auch wirklich, das sind alles Leute, die sowas vielleicht damals besessen haben oder die Eltern das besessen haben. Auch. Hinten, man ist immer als Kind mitgefahren und will deswegen dann nochmal so ein Auto haben. Ne? Ja. Weil da muss man ja wirklich ein Faible für haben, für so ein Ding. Ne? Ich glaube übrigens, der Drehzahlmeter geht nicht. Der hängt da einmal zwischendrin. Ich glaube aber, der 5-Zylinder-Sound kommt hier erst so richtig, richtig durch, wenn du hier einen Ausbruch drunter machst. Ja. Wenn er so ein bisschen freier nochmal so ein Klangbild bekommt. Weil klar, man hört ihn schon. Aber der Sound ist halt einfach, ja, man kann es einfach auch nicht, es gibt auch nichts Vergleichbares, ne? 5-Zylinder ist dann halt einfach immer 5-Zylinder. Das ist halt das Geile an dem Turbo da, ne? Dass du den Klang hast und dann kommt der Lader quasi, ne? Ich weiß gar nicht, der 20V ein bisschen anders klingen? Ich weiß gar nicht, könnte ich jetzt gar nicht auseinanderhalten. Also ich könnte es jetzt höchstens mir zum Beispiel erdenken, wie der Vergleich zwischen einem 8-Ventiler und einem 16V. Mhm. Da ist es ja auch so, dass der 8-Ventiler ein bisschen dumpfer ist und der 16V schreit ein bisschen mehr. Ne? Und das könnte ich mir vorstellen, wird beim 10V zum 20V auch sein. Ja, aber auf jeden Fall geil, dass VW damals halt sich gesagt hat, wir bauen halt hier auch mal den 15er. Ja. Ne? Ich weiß, dass ich René mit dem Dasa heute auch nochmal gewünscht. Ja. Schön den 5-Zylinder in den Golf. Ich weiß gar nicht, die ersten VR6-Motoren kamen erst Ende der 80er. Das war ein bisschen später, ne? Ich würde sagen, sogar erst in den 90ern, ne? Also gibt es einen 89er vor. Boah, das war's mir jetzt was. Ich würde sagen nicht. Ich würde sagen, es ging erst in den 90ern los. Ja. Weil eigentlich kam er ja mit Golf 3. Golf 3 war ab 91, glaube ich, 92 so in dem Dreh. Ja. Ne, stimmt, das wird sogar erst 90er sein. Kam so T4, das ganze Galaxy und so, das ist ja alles später, ne? Ja. Aber auf jeden Fall geil, wie an einem 35 Jahre alten Auto noch alles so funktioniert. Ja, da legen die Jungs schon Wert drauf. Also die haben da auch so einen eigenen Wartungstrupp und Schraubertrupp und sind da auch immer bemüht. Und suchen natürlich auch am Markt Autos, die gleich entsprechend vollständig sind oder zumindest meistens. Das heißt, Volkswagen PKW Classic hat auch eine richtige Ausstellung. Ja, so ein Depot nennen die das, glaube ich. Ne? Mhm. Da hatte ich ja schon mal angefragt, ob wir da irgendwie mal rein können. Bin da mal so ein bisschen auf Granit gestoßen, vielleicht bekommen wir da nochmal die Chance. Die sammeln halt alles, die haben auch ein paar Busse, aber sonst sammeln die halt vorrangig, ja, der Golf 1, wo wir da bei Grip waren, das war zum Beispiel auch von denen ein Auto. Ne? Und dann haben die echt coole Sachen, so, ja, auch so G40-Geschichten, G60-Geschichten, ne? Corrado-Sachen. Ja, das wäre auch nochmal Polo G40 bestimmt. Ja, so, da sind wirklich schöne Autos dabei. Käfer, Oettinger Käfer, viele, viele coole Sachen so. Sitzen dann aber halt nicht wie ihr in Hannover, sondern in Wolfsburg. Genau, sind in Wolfsburg. Ich glaube, das Depot ist ein bisschen ausgesiedelt. So, nachdem wir das Ding jetzt schon mal ein bisschen gefahren sind, möchte jemand noch eine neue Zahl abgeben? Ja, also unter 10 werden wir auf jeden Fall nicht schaffen mit dem Koffer. Da ist er doch zu träge. Also hier doch mit 115 PS. Drei Leuten. Ist doch eine 13, so, oder? Dann sind wir ja auch bei unseren 1600 Kilo fast. Dann wird es, ja, ich würde sogar eher sagen Richtung 15 fast. So, wir machen jetzt nicht zu sehr Materialmord, ne? Wir testen einfach mal nochmal. Boah, jawohl! Alter, aber das Fahrwerk ist natürlich brutal, ne?
Sicherheiter. Und das war jetzt noch nicht auf Exitus. Ja. Aber kann sein, dass er hinter hinten aufgesetzt ist? Ja. Nee, also es fühlte sich, das müssen wir auf jeden Fall gleich noch einmal von hinten filmen, weil es fühlte sich definitiv so an. Mal gut zur Sache. Ah, was würde ich dafür geben, wenn ich jetzt Marius anrufen müsste und ihm sagen würde, Start war gut, aber leider ist eine Welle abgerissen. Ja, ich glaube, er würde sich da hinten direkt einfach. Ich glaube, ihm würde vor Lachen das Telefon aus der Hand fallen. Ja, geht wirklich hinten gefühlt wirklich einen Meter runter. War der Agrarhaken schon auf dem Boden? Nee, bei dir alleine nicht, aber es, du lachst dich tot, Alter. Es ist so eine Stute beim Starten. 11,4. 11,4. 11,4, gar nicht so schlecht getippt. Krass, 1,5 Sekunden, zwei Leute. 1,5 Sekunden, ja. Oder du hast dich warm geschaltet jetzt. Nee, ich hab gar nicht so. Also wenn man es drauf ankommen lassen will, das ist doch dann doch, also wenn man es wissen will, sage ich 10er Zeit geht. Also 10er Zeit geht und das ist schon echt, ist nicht schlecht für so einen Koffer, finde ich. Ne? Für nur 2 Liter Hubraum und nur 115 PS. Ja, ich würde sagen auf jeden Fall vielen Dank nochmal an Volkswagen PKW Classic, dass wir uns dieses Gerät einmal ausleihen dürfen. Ja, vielen Dank. Wir sind gespannt, was er noch so in euren Sammlungen findet. Ja, vielleicht kommen wir ja mal rein da. Und ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt noch ein Eis essen mit unserer Stute hier. Haben alles getestet. 115 PS, 11 Sekunden auf 100, permanenter Allrad. Sperren brauchen wir bei dem Wetter definitiv nicht. Ja. Könnte man so ein Auto im Schnee fahren? Das ist doch schade, ne? Oder meinst du, die Kisten werden im Schnee bei euch auch ausgerückt? Weiß ich nicht, müssten wir ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Vielleicht auf einer Strecke, wo kein Salz ist, ne? Dann könnte ich es mir vorstellen. Weil aber das wird, das ist eigentlich, da muss das Auto hin. Also mit dem Fahrwerk, wenn du das Auto auf Schnee fährst, so mal richtig auf einer Schneedecke, ich glaube so berghoch und so, wird das Auto auf Schnee genauso fahren wie jetzt auf Trocken. Mhm. So, da wird man eigentlich erst diesen Spirit Quadro, beziehungsweise in dem Fall Synchro, wo es eigentlich ja ein Quadro ist, da wird man den erst so richtig merken. Ne? Ja. So, aber dennoch, mein Fazit auf jeden Fall, geile Kiste. Ich glaube, wenn man mit ein paar Handgriffen könnte man für uns wie eine coole Tuning-Kiste ausmachen. Ja. Weißt du, wenn das Ding halt nicht mehr so schaukelt, sondern einfach nur dauerhaft flach auf dem Boden liegt, ne? Einen schönen Auspuff drunter und fertig, ne? Schon. Läuft halt wieder. Aber der bleibt schön in den heiligen Hallen original. Bleibt. Genau. So viel zum Thema 15er bei uns auf dem Channel. Hat Spaß gemacht. Ich bin dezent am Schwitzen. In diesem Sinne, vielen Dank an alle Beteiligten. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.